Ja, und mit diesem Zusammenschnitt aus den Monaten Mai, Juni und Juli begrüße ich euch zu einem neuen Video hier aus dem verschneiten Winterwald. Im August ist dann Folgendes passiert. Ich habe die Jägerprüfung absolviert und also meinen Jagdschein. Und was danach in den Monaten passiert ist, seht ihr jetzt im Folgenden und dabei wünsche ich viel Spaß. Ja, das Reh hatte, auch wenn es auf dem Video selber schwer zu sehen war, einen Schuss knapp hinter dem Blatt. Der Schuss ging zwischen den Rippen rein, zwischen den Rippen raus. Es hat auch relativ wenig gezeichnet, lag dann aber im Endeffekt nach 30 Metern. Und jetzt ist die Truhe wieder gefüllt mit einem Stück Rehwild, also bestes Wildbret. Mitte September haben wir dann eine Waffe von uns zu Rodale geschickt. Da wurde der Lauf gekürzt und ein Mündungsgewinde geschnitten, damit wir nun auch dort einen Schalldämpfer benutzen können. Die Waffe hat mein Freund Aimo freundlicherweise für mich abgeholt, wofür ich mich auch nochmal ausdrücklich bei ihm bedanken möchte. Ich habe ihn dann Ende November zu uns ins Revier eingeladen. Wir haben die Waffe dann nachmittags eingeschossen und was an dem Abend danach noch passiert ist, seht ihr jetzt. Machen einen Schuss, verstellen, schießen mit. Ja, dazu möchte ich noch kurz ein paar Worte sagen. Wir hatten uns gegen 8 Uhr abends dann auf einen Hochsitz gesetzt, hatten eigentlich vor, etwas Raubwild zu bejagen. Gegen 8:30 wechselten dann aber über die Wiese zwei Sauen. Ich wusste, welcher Wechsel das ungefähr war und wir entschlossen uns dazu, einen anderen Platz anzugehen, wo wir uns erhofften, die Sauen dort abzupassen. Nach etwa 10 Minuten am anderen Platz kamen dann die Sauen. Die haben sich etwa eine halbe Stunde vor uns im Bestand aufgehalten, haben dort nach Bucheckern im Laub gebrochen und dann haben sie sich in Bewegung gesetzt. Wir haben dann ganz in Ruhe am Stück einen Moment verweilt, ein paar Fotos gemacht für die Erinnerung und hatten uns dann entschieden, den Frischling später erst aufzubrechen, da es auch von den Temperaturen her so um die 0 Grad war. Wir hatten den Frischling dann also geborgen, wieder zu unserem ursprünglichen Platz zurückgezogen. Am ursprünglichen Platz angekommen, entschieden wir uns dann tatsächlich dazu, noch eine schnelle Tasse Tee zu trinken. Mit der Wärmebildkamera dann nochmal schnell die Wiese abgeglast und tatsächlich
stand dann auf etwa 160 Meter die Wache da und ist wieder zurück in ihren Einstand gewechselt. Die Wache hatte einen Blattschuss, hat damit noch mal etwa 50 Meter gemacht, bevor sie dann zum Liegen gekommen ist. Die Bergung, die 180 Meter den Hang hoch, hat dann noch mal einige Kräfte gekostet bei so einer 70 Kilo Sau. Aber die Freude am Stück ist dann natürlich riesig, vor allem die geteilte Freude, wie man ja so schön sagt, doppelte Freude. Das Wildbret, was man dadurch gewonnen hat, dieses hochklassige Fleisch. Und da möchte ich mich auch noch mal ausdrücklich bei Aimo bedanken, dass er diesen weiten Weg auf sich genommen hat, die Waffe für mich abgeholt hat, sich die Zeit genommen hat, um mit mir zusammen jagen zu gehen und dieses Ganze mit mir zusammen erleben. Das hat einfach mir extrem viel Spaß gemacht und ich hoffe dir auch. Dankeschön. Ja, zum Abschluss des Films bleibt mir noch zu sagen, dass ich mich natürlich fürs Zusehen bedanke. Wenn euch der Film gefallen hat, gerne eine kleine Bewertung dalassen. Wir haben jetzt etwa Mitte Februar. Jetzt ist Schonzeit, stehen einige Revierarbeiten noch an, bevor es dann im Mai mit der Bockjagd, zumindest bei uns im Mai, mit der Bockjagd wieder losgeht. Bis dahin sage ich Weidmanns Heil und verabschiede mich.